was das Coole ist? An einem Stuhlkreis? Die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Stell dir vor, du bist diese Tasse. Du bist die Tasse. Was siehst du? Wie würdest du die Welt um dich herum beschreiben? Aus der Perspektive der Tasse. Wie fühlst du dich? Vielleicht halb voll, halb leer? Und jetzt? Wie fühlst du dich jetzt als Tasse? Und jetzt tritt mal raus. Jetzt beschreib die Tasse aus deiner Perspektive. Was siehst du? Was siehst du, wenn du die Tasse drehst oder um die Tasse herumläufst? Was siehst du von unten? Was siehst du von oben? Das ist Selbsterkenntnis. Auf der einen Seite sich selbst zu beobachten, indem man in sich hineinspürt und es in Worte fassen kann, was man aus der eigenen Perspektive sieht. Dann aus sich heraustreten und sich mal aus einer Vogelperspektive oder aus einer Maulwurfperspektive 360 Grad in allen Dimensionen sich von außen betrachten. Wie kann man das tun? Wir alle haben verschiedene Instanzen in uns. Wir können uns selbst beobachten. Und zusätzlich ist es ganz wichtig, nach Feedback zu fragen. Und das nicht sofort persönlich zu nehmen, sondern sich einfach mal anhören, was ganz viele unterschiedliche Menschen, weil wir lernen nur durch Beziehungen lernen wir ganz viel über uns selbst. Sich anhören, was ganz viele unterschiedliche Menschen sagen, proaktiv nachfragen und dann immer wieder mitnehmen. Und wenn er immer wieder in die Tasse gehen und dann auch gucken, okay. Und immer, indem wir diesen Schritt hin und her machen, innen, außen beobachten, erweitern wir unsere Horizonte, unsere Blickwinkel und lernen mehr über uns. Und dann können wir uns entfalten und ganz wir selbst sein. In diesem Sinne. Alles Liebe euch. Prost!